Häufig wird bei Fertilitätsproblemen der Zusammenhang von einer Inkompatibilität zwischen den Partnern gesprochen. Der Ursprung dieser Beeinträchtigung ist oft mysteriös und unbekannt und wird auf ein genetisches Problem geschoben, das unlösbar ist und vom betroffenen Paar akzeptiert werden muss. Ein Teil ist an dieser Theorie Wahrheit. Schätzungsweise 20% der Fertilitätsprobleme sind genetisch bedingt. Viele unserer Patienten kommen aus dem Grund, genetische Untersuchungen durchführen zu lassen, um festzustellen, ob die Kinderlosigkeit durch ein genetisches Problem bedingt ist. Die genetischen Kompatibilitätstests als solche existieren erst seit kurzer Zeit und die technischen Fortschritte in der DNA-Sequenzierung, Sequenzierungsmasse, ermöglichen den Patienten neue diagnostische Untersuchungsweisen. Die genetischen Tests, die uns heute zur Verfügung stehen, analysieren, ob beide Partner Träger der gleichen Erbkrankheit sind, die an ihre Kinder übertragen werden können. Diese Studien konzentrieren sich auf Krankheiten, die rezessiv vererbt werden. Krankheiten, die Symptome aufweisen, entstehen, wenn beide Gene, die wir von unseren Eltern geerbt haben, mutierte Gene sind. Personen, die nur ein mutiertes Gen aufweisen, können die Krankheit übertragen, aber nicht an ihr erkranken. Alle Menschen sind Träger von Krankheiten. Das Problem entsteht, wenn beide Partner die gleiche Krankheit tragen. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit 25%, dass die Kinder zwei mutierte Gene aufweisen und somit tatsächlich an der Krankheit erkranken. Diese neuen Gentests ermöglichen uns, mehr als 600 Krankheiten, die rezessiv vererbt werden können, zu untersuchen, sowie ob beide Partner die gleiche Mutation im gleichen Gen tragen, um das Risiko einer Erkrankung der Nachkommen zu minimieren. Glücklicherweise gibt es Alternativen für den hypothetischen Fall, dass bei einem Paar die gleiche genetische Mutation auftritt. Diese Patienten benötigen eine professionelle und individuelle Beratung, um verschiedene Lösungen wie die Präimplantationsdiagnostik, PID, in Erwägung zu ziehen, um die Krankheit beim zukünftigen Nachwuchs auszuschließen.